Guten Morgen. Unsere super nette Gastgeberin von Airbnb, vom Airbnb-Zimmer, hat uns unser Frühstück gebracht. Es ist sehr lecker, aber es ist typisch Indien. Zieht man halt mal eben schnell eine ganze Chilischote aus seinem Frühstück. Obwohl sie gesagt hat, es ist nicht scharf. Not really spicy. Da gingen die Empfindungen ziemlich auseinander. Also wir haben eigentlich bis jetzt immer nur ziemlich scharfes Essen gekriegt. Und ja. Das nennt sich übrigens... Das müssen wir schon wieder nennen. Masala. Masala Dosa. Es ist wie Pfannkuchen mit... Kartoffelfüllung und eben Chilischoten. Und zwei so verschiedene Soßen. So ist mega lecker, aber ja, für Frühstück ist es ein bisschen scharf. Das ist allgemein scharf. Und wir haben da ein bisschen das Weicheier. Wir essen allgemein recht scharf. Den hier ist sehr scharf. Wir sind jetzt gerade in eine Fähre eingestiegen, wo wir nicht wissen, wo es hingeht. Ja. Aber die kostet auch bloß 15 Cent für zwei Personen. Und sie schaut sehr vertrauenseinflößend aus, die Fähre. Ich zeige euch da mal den Boden, da ist irgendwie Hälfte zusammengerost, aber naja, jetzt fahren wir mal rund im Hafen da entlang, irgendwo hier. Wir wissen nicht wo, wir melden uns. Hauptsache, wir fahren mal mit dem Boot. Wir melden uns, wenn wir angekommen sind. Vorne mit einer Bambusstange. Schaut euch das mal an. Sehr still hier alles. Ich habe sogar schon einen Eisvogel gesehen. Man sieht immer wieder mal ein paar Libellen und alles ist richtig grün. Also es ist echt eine faszinierende Natur hier.
Ich weiß nicht, ob man es noch ankennt, aber das Essen war gut. Aber sehr, sehr scharf. Ich schwitze überall. Ich kann nicht sprechen, ich muss schwitzen.